Und als nächstes am Wort ist Sibylle Hamann von den Grünen. Frau Präsidentin, ich freue mich, dass wir jetzt hier heute auch noch das Thema Ausbildungsoffensive in der Elementarpädagogik besprechen können. Weil ja, genau diese Ausbildungsoffensive ist dringend notwendig in diesem Land. Genau die haben wir uns vorgenommen schon im Regierungsprogramm. Und genau die machen wir auch seit vielen Jahren mit viel Energie und Turbo. Ziel dieser Ausbildungsoffensive ist es, verschiedenste Ausbildungswege in die Elementarpädagogik aufzumachen, für immer neue Gruppen mit unterschiedlichsten Biografien, weil sie alle brauchen wir in diesem Bereich. Ziel davon ist eine größtmögliche Durchlässigkeit, aber immer mit einer gesicherten pädagogischen Qualität und garantierten Ausbildungsstandards, die sicher auch im Sinn der Kollegin Künzbeck-Sahre sind. Die verschiedenen Elemente dieser Ausbildungsoffensive wurden jetzt schon aufgezählt, sowohl vom Kollegen Oksanic als auch von der Kollegin Totter, das erspare ich mir jetzt. Ich möchte noch hinweisen, ausdrücklich auch auf die vielfältigen Möglichkeiten, sich Ausbildungen auch fördern und finanzieren zu lassen, zum Beispiel auf die Fachkräftestipendien, die ein wesentlicher Teil dieser Ausbildungsoffensive sind. Ja, und an der langen Liste sieht man schon, wie groß die Vielfalt ist. Es ist richtig, dass das manchmal unübersichtlich ist. Da braucht es tatsächlich eine gute Website, ein Online-Tool, um die Übersicht zu bekommen, damit ich, wenn ich mich dafür interessiere, die passende Ausbildungsschiene genau für mich finde. Deswegen danke für den Antrag, Kollege Oksanic. Es ist eine gute Idee, dafür ein Tool einzurichten. Schade, dass an irgendwelchen, ich weiß nicht mehr, woran es gescheitert ist, einen gemeinsamen Antrag zu formulieren. Dennoch ist das Vorhaben richtig und sinnvoll, wird deswegen auch umgesetzt. Und ich hoffe, dass wir für die Elementarpädagogik auf diesen verschiedenen Wegen und mit diesen Förderungen viele neue Menschen finden werden, die sich für diesen wichtigen Beruf interessieren. Vielen Dank. Die Bildungssprecherin der Grünen war das, Sibylle Hamann.